Grüß Gott, Leute, und willkommen zurück in Sims 3. Diesmal nicht Late Night, also das Erweiterungspack ist zwar immer noch installiert, aber wir sind jetzt hier in Sunset Valley. Und wir haben ja gesagt, wir wollen eine neue Familie machen. Und damit würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Ich freue mich schon auf die neue Familie, denn unsere alte Familie war zwar sehr lustig, aber irgendwann wurde es langweilig. Und ich denke, es ist einfach viel geiler, wenn man sich mit so Familien abwechselt. Und ja, da verliert man nicht so schnell die Lust. Und ja, genau. Hier schon ein Mann. Ach, der darf ruhig ein bisschen stärker sein. Aber nicht fett. Sehr sportlich, ein ganz, ganz sportlicher Mann. Aber er ist erwachsen, das ist ganz wichtig. Bernard Carr. Wie nennen wir die denn mit Nachnamen? Ach, das würde ich sagen, entscheiden wir nach. Ich würde sagen, den nennen wir einfach mal Hans. Und Hans ist so. Oder so. Nein, Hans ist so. Und Hans ist männlich. Genau, fangen wir gleich mal an. Ich habe hier den Erweiterungspack Gib Gas installiert. Ich weiß gar nicht, ob das ein Erweiterungspack überhaupt ist. Ich nenne es einfach mal Erweiterungspack. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht enttäuscht, weiß keiner. Aber hier kann man jetzt zum Beispiel schon so Helme auswählen. Ich hoffe, es gibt auch neue Frisuren. Aber der Helm ist einfach zu freaky. Da schon eine neue Frisur von dem Erweiterungspack-Teil. Yay! Jetzt geht's wieder. Ich würde sagen, Hans kriegt eine Glatze. Wo ist die Platte? Da müssen wir wohl die nehmen. So eine ganze Glatze gibt's anscheinend nicht. Lalalalalala. So, er kriegt mal blonde Haare. Der Gesichtsausdruck gefällt mir ganz gut. Der macht so richtig Lust auf ein neues Let's Play. Aber neue Braunen braucht er. Wimpern kriegt er auch. Aber seine Braunen müssen irgendwie, keine Ahnung, die müssen irgendwie kräftiger rüber. Ach nein, das passt schon so. Und dann machen wir ihm noch einen Bart. Der ist doch schön. Ja, genau, so habe ich ihn mir vorgestellt. Die Gesichtszüge passen, nur seine Augenfarbe gefällt mir nicht. Kriegt er blaue Augen. Ich würde sagen, wir verpassen ihn so graue Augen. Das sieht dann ganz geil aus. Nein, ich bin nicht schwul. So, dann kriegt er Altersdetails. Nein, kriegt er nicht. Schnellfleck kriegt er auch nicht. Das kriegt er auch nicht. Aber er kriegt Tattoos, denn er braucht viele Tattoos. Medio. Ein sehr geiles weiteres Ding, was man jetzt in Sims 3 Late Night machen kann. Gefällt mir richtig gut mit den Tattoos. So, die Größe kann man hier auch anpassen. Man kriegt erstmal so ein richtig schönes Teil hier. Und noch das Ding. Und drunter noch ein kleiner Wolf. Und dann kommen wir weiter zu den Armen. Da kriegt er seinen richtig schönen Ding. Nein, der gefällt mir nicht auf der Position. Er muss weiter oben sein. Ah, der eine muss weg. Der muss weg. So, lala. Ach, ich trottel. Das muss ich jetzt auf Anhieb. So.
fällt mir der Klang. Sachen. Das sieht schon mal echt nobel aus hier. Aber das. Ich finde es gerade ein bisschen gemein. Bei Sims 3 Late Night gibt es ganz wenige und dieses Teil hier hat übelst viele. Das sieht doch ganz geil aus. Nein, das passt alles nicht so. Da war ich ein bisschen zu schnell. Yep, so! Kommen wir erstmal weiter zu den Oberteilen und gucken, was da so neu ist. Und dann bei der. Bei diesem Welt. Die ganzen. Da gibt es schon schöne Orte. Ich würde sagen, das Rote sieht ganz gut bei ihm aus. Ich glaube, das behalten. Das darf ich behalten. Kaufen wir es. Es ist ja jetzt schon irgendwie tiefster Winter. Gerade räumt irgendein Nachbar auf Schnee. Ich hoffe, ihr hört es jetzt nicht. Immer zu den passendsten Tageszeiten, ne? Mittagsruhe eigentlich hier, ey. Wahnsinn. So, ja, ich glaube, die Hose passt. Aber irgendwie bin ich jetzt doch nicht zufrieden mit seinem Oberteil. Tut mir leid, Leute, wenn ich mich hier gerade nicht entscheiden kann. Ich würde sagen, ihr kriegt einfach so einen Teil an. Nein, das sieht eben nicht schön aus. Der kriegt so ein Muskelschild an. Der kann sich sehr leisten mit seinen Muckis. Aber schwarz. Passt das so? Ich muss damit doch irgendwie lieber so eins anziehen. Ja, das passt so eins. Und eine Jogginghose habe ich nämlich. Oder soll mir eine Jogginghose wirklich anziehen? Das sieht irgendwie eher nach Sportkleidung aus. Gehen wir einfach sowas an. Das passt dann schon. Jetzt kommen wir zu seinem Boots. Da kriegt er richtige Boots, würde ich mal sagen. Boah, die sind schick. Rall. Dass die sowas bei Männern rein tun. Das ist überhaupt erlaubt, ey. Meine armen Augen. Und eure Augen. Weiter hier mit den Schuhen, wo sind meine Boots? Okay, da eben solche. Das passt dann. So, da eine Brille bekommt, dann würde ich sagen, nicht. Außer so einer. Versaut ist das Ding. Ja, das versaut das Ding. Kriegt er ein Ohrring? Ja, er kriegt ein Ohrring. Ich sagte ein Ohrring. Ach, egal, dann kriegt er gar keins. Der ist mal so ein Aber. Nein, der kriegt sowas. Handschuhe kriegt er keinen. Einen Ring kriegt er. Socken, schwarz natürlich. Viele von euch können sich schon denken, was das mal wird. Oder was das da schon ist. So. Ja, genau, es ist ein Autofreak. Richtig erkannt, Leute. Und ich würde sagen, für so Abendskleidung sieht sowas ganz schick aus. Die würde ich eh nicht so oft anziehen, aber das sieht ganz geil aus, die Schuhe passen gleich. Schlafanzüge. Ich glaube, als Familienvater passt es dann schon so einer. Oder doch, ja, nehmen wir den einfach, das passt dann. So, die Sportbekleidung. Rar, das sieht heiß aus mit seinen blauen Schuhen. Ich würde sagen, da ziehen wir ihm sowas an. Oh nein, der darf sowas anziehen. Das passt dann eigentlich ganz gut zu der Hose. Aber ich würde trotzdem sagen, dass wir eine andere Hose anziehen. So, passen wir mal bei der die Farbe an. Denn ist die so schön mit dem Oberteil. Ach, das dauert wieder zu ewig. Ich will einfach so eine lange haben. Aber jetzt noch andere Schuhe. Das muss noch sein. Schwarze. Nein, die weißen. Ja, so können wir es lassen. Ich würde sagen, zum Sport kriegt er keinen Ring. Dafür kriegt er noch Socken.
Ganz genau. So, dann gehen wir weiter zum Badebekleidung. Da kriegt er schon die Kette passt. Als Badehose kriegt er aber sowas. Ja, genau. Socken kriegt er keinen. Die Brille darf auch ausziehen. Seine fette Rolex auch. So. Das passt dann. Jetzt zu seinem Charakter. Oder sein Merkmal. Also. Er ist geschickt. Genau, das passt dann erstmal. Er ist. Da lassen wir es erstmal gucken, was es sonst noch gibt. Kein sinnvoller Humor, User Party oder möglich. Da lassen wir auch erstmal. Und er ist ein Autofreak. Das war mir sehr wichtig, dass er mal sowas bekommt. Nein, er ist nicht familienbewusst. Er ist ein alleinerziehender Vater. Er ist nicht familienbewusst. Er liebt die Natur und. Sagen, er ist Perfektionist und er ist. Nein, er ist nicht wahnsinnig. Ich würde sagen, wir können ihn noch verpassen, dass er tapfer ist. Er hat den Wunsch, der Bastler. Internationaler Spitzenspion. Ich würde sagen, das ist eine geile Berufskarriere. So, seine Lieblingsfarbe ist schwarz. Er steht auf. Einfach das. Und sein Lieblingsessen ist Sushi. Meine Gierna, wie die Sushi. Die Pahadura-Crew. Hoho, wir haben die Kandroi. Er hat eine sehr tiefe Stimme. Und sein Sternzeichen ist Löwe. Ganz genau, dann machen wir weiter mit dem nächsten Sim dieser Familie. Ich habe mir überlegt, als nächster Sim für diese Familie benutzen wir eine Frau, genau, aber keine erwachsene Frau, sondern ein Teenager. Kasor. Dieser Teenager wird stark. Nein, ich will keine Frau. Ja? Oder doch? Ja. Wir nennen sie einfach mal Anna. So, die Haare, was gibt's denn da Schickes? Interessant. Irgendwelche schönen Haare. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal wieder. Das sieht doch schön aus. Oder was haltet ihr davon? Spaß. Ich glaube, wir nehmen einfach mal wieder. Das sieht ganz okay aus. Für unsere kleine Anna. Augenbrauen. So sieht das schon besser aus. Das Gesicht passt, die Augen nicht. Kann man gar nicht so. Blaue Augen. Die Nase. Nein, das machen wir so wie vorher. Die Lippen passen so. Und dann kriegt sie noch einen Schönheitsfleck an der Lippe. Und jetzt das Make-up. Das ist zu viel. Oder das passt doch. Genau, jetzt der Lidschatten-Ding. Oder der Eyeliner. Ihr tut mir leid, wenn ich mich damit nicht auskenne. Ihr könnt mich jetzt ruhig auslachen. So, dann passt das schon mal. Dann das, den Rouge. Das passt dann so, Lippenstift. Nein, ist kaum zu viel, aber okay. So, und das wichtigste Bestandteil der ganzen Sache hier. Es vollendet mein Werk noch richtig schön an Spaß. So passt das genau.
weiter zu den Klamotten. Mal gucken, was bei den Frauen so Neues gibt. Nichts. Okay, auch nicht schlecht. Okay, jetzt ein Teenager. Ich weiß nicht, ob es bei den Frauen noch was Neues gibt. Ich denke schon. Aber bekleiden wir sie jetzt einfach mal. Ich würde sagen, sie kann so ein richtig... Sie kriegt so schön Pullover. Entspannt. Und dann bekommt sie einen Rock. Gibt es Rocks? Da. Genau, den können wir noch ein bisschen schwarzer machen. Den Gürtel auch noch schwarz und den Unterrockteil auch schwarz. So, dann passt es dann Twin-Schuhe. Ihre Treters.